Wir wollen dieses Jahr ein bisschen Abenteuer haben, deswegen haben wir uns das kleinste Auto der Welt ausgesucht. Größte Ehre geht an Sandra, sie fährt uns nämlich. So, Etappe 1 startet jetzt. Ich sag mal zu viel Bescheid. So, wir haben alles reingekriegt, aber es ist wirklich eng. Also wir müssen wirklich uns selber voll stapeln. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Total absurd. Scheiße. Zwischenbilanz, wir standen im Stau, gehen jetzt erstmal pieseln, irgendwo hier. Und dann haben wir gehört, dass die Schlange vorm Gelände wohl extrem lang sein soll. Und das ist kacke, wie komme ich denn jetzt hier? Oh. Scheiße. Was soll ich anziehen, rot oder blau? Würstchen? Nein, danke. Keine Frau, die lautet, willst du mit mir tanzen? Ich bin der kleine Vampir. Und jetzt greife ich in meine Wundertüte mal so wie raus. Yeah. Profi-Tipp, wenn ihr eine Lampe habt und in ein Dixie geht, leuchtet nicht ins Dixie hinein. Ja, alles zu mir. Hallo und herzlich willkommen, heute ist... Heute ist Freitag. Es ist 12.14 Uhr. Wir haben offensichtlich überlebt. So, jetzt müssen wir erstmal Leonies Zelt aufbauen. Das filme ich und dann mache ich Timelapse drauf. Schminken und trinken! Aber der Lippenstift ist doch frisch. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Festivalgelände. Wetter ist fantastisch, wie man sieht. Großartig. Da hat sich das ewigkeitenlang Schminken und Haare machen auf jeden Fall richtig gelohnt. Jetzt warte schon, wann machst du einen Shuttle? Aber erst gehen wir pinkeln. Ach stimmt, erst urinieren. Wie ist die Stimmung? Nee. Richtig gut. Ich mag das gar nicht. Mhm. Okay. Das macht nicht so Spaß bei dem Wetter, muss ich ja mal ehrlich sagen. Wirklich, ehrlich gesagt, sehr wenig Spaß. Aber du musst es dir einfach egal sein lassen. Ist einfach egal. Ist einfach egal.
passieren. Seid ihr bimmelt? Oh, scheiße. Ich habe so eine Schnalle an meinem Band von meiner Kamera. Aber ich habe die dumpfe Vermutung, dass auf jeder verfickten Aufnahme diese Metallschnalle an das Stativ geklonkt ist. Und wenn das so ist, habe ich jetzt den ganzen Tag alles für den Arsch gefilmt. Das wäre sehr unangenehm. Naja. Hallo, heute ist Samstag und ich bin hier in der Disco-Dusche. Wie geht es Ihnen? Ich esse kalte Wurst aus so einer Verpackung. Das ist eklig. Aus so einer Verpackung. Wie geht es Ihnen? Boah, sehr gut. Ich habe meine Nacht durchgeschlafen, das ist auch ganz schön. Ja, siehst du? Perfekt. Wie geht es Ihnen? Gut, ich habe Sprühgeräte. 2 Bar. 3 Bar. 2 Bar. Wunderbar. Wunderbar. Wie geht es dir? Ich bin nass. Seifenblase, ich bin glücklich. Dödel der Mäuse, der Tief. Auf jeden Fall! Boah, fantastisch! Der Barkeeper selber auch, ne? Ja, natürlich, denn sonst funktioniert der nicht. Das heißt übrigens Elfrieda. Er heißt Horst. Meine Eule heißt Eule. Oh, cooler Name. Ich wollte mal ein bisschen innovativ sein. Wolltest du mal aus der Reihe tanzen? Ja, ich wollte auch endlich mal umfallen. Schminken und trinken! Ich hab nichts zu trinken. Du musst dich auch schminken. Sophie ist schon geschminkt. Boah, das ist so. Du trinkst es jetzt. Prost. Prost. Frischer Atem. Oh, geht doch. Ja. Siehst du? Muss ich gar keine Zähne putzen heute. Ja, Abend. Das Glitzer im Hals. Ja, wunderschön. Ja. Abortion is healthcare. I'm a goddamn.
nur sagen, dass ich gerade extrem glücklich bin. Und ich habe geweint. Ich wäre am liebsten im Pit gewesen. Aber ich hatte das unglaubliche Privileg, für die ersten drei Songs so unglaublich nah dran zu sein. Und es war einfach nur traumhaft. Okay, weiter geht's. Guten Tag. Es ist Sonntag. Es ist 12.45 Uhr. Und bei euch so? Ja, heute ist irgendwie später als gestern. Nachts ist kälter als draußen. Es ist Genullnau-Uhr. Zu Fuß ist kürzer als durch den Wald. Ich habe schon meinen Schwimmschlüpfer an. Wir haben alle schon unseren Schwimmschlüpfer an. Außer noch ein, ist da dolle Sonne am Strand? Meinst du, am Strand ist die Sonne anders als hier? So, ich muss mir auch einmal mein Frühstücksgetränk öffnen. Ich kann das. Ich bin Profi. Hauptsache, ich gehe zum Aufladen in die Media Area und habe kein fucking Netzteil dabei. Aber ich wurde gerettet. Stell dir mal vor, GoPro erfindet irgendwann ein Endoskop. Das ist mal richtig Geldfroh-Adventure. Heute ist viel kälter als gestern. Du Sau! Ich glaube, ich mache jetzt mal Wassertaufe. Das erste Mal die Kamera ins Wasser. Wie war das? Zieh mich bis zum Zelt. Nein, stopp! Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Folge deinem Traum von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. Ich sehe dich immer im Graben, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Wir müssen die Leute dafür singen. Aggressiv ist nur jetzt fertig. Hä? Wieso habe ich hier einen Akku mit nur 6%? Das ist ja extrem ungünstig. Zitrone. Ich habe mir einen Full Force Nicky gekauft und irgendwie ist ein bisschen die Luft raus bei allen. Mir tun jetzt schon die Füße weh und ich schwitze sehr. Und Sophies Kopf glitzert so schön wie nie. Yeah.
ihr eigentlich davon, nochmal in den See zu gehen? Sehr viel. Nach dem See bist du einfach für die nächsten 3 Wochen mit Sonnencreme eingecremt. Hast dein Immunsystem massiv gestärkt. Vielleicht schützt du noch ein paar Schuhe. Oder eine Leiche. Hallo, heute ist Montag und es ist 8.36 Uhr. Und wir bauen jetzt langsam. Das Wasser ist so räudig. Aber erst werde ich einen Apfel essen, denn ich verspüre ein großes Loch in meinem Magen. Wie war denn dieses Jahr die Eulung so? Hat Spaß gemacht. Ich selber habe zwar auch einiges an Luft getrunken, aber auch viel weniger als sonst, deswegen ist ja auch noch so viel übrig. Und ich bin super happy, dass ich den Eulenpistolen-Kanister benutzen konnte. Mhm. Das fand ich richtig Spaß. Hast du echt? Okay. Ja, am Samstag, als wir das erste Mal zum Strand gegangen sind. Bin ich etwa müde? Ich bin super müde. Nein, ich fühle das gar nicht. Also. Kann ich verstehen, ich fühle auch nichts. Ja. Heimreise ist angesagt. Frühforce ist quasi offiziell vorbei. Wir haben das fantastische Privileg, dass Sophies Opa uns abholt. Und ja, da schleppen wir jetzt alles hin. Tschüssi. Tschüss, Frühforce. Tschüss, Frühforce. Ich freue mich auch aufs Waschen und aufs Kuscheln und auf einfach nichts machen. Aber ich werde trotzdem auch sehr sehnsüchtig sein und freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. War so schön. War so schön. Tschüss. Tschüss.